So, wir sind am letzten Messetag schon angekommen. Wer ist ungefähr in einer ähnlichen Stimmlage wie ich heute? Show of hands. Einfach mal so, ja, da sehen wir ein paar. Da hinten ganz in der Ecke sehe ich auch ganz kleine Augen, wenn ich da hinten hinschaue. Deswegen, um da nochmal richtig Schwung in die Bude zu bringen, gehen wir heute an einen super interessanten Ort, in die Schweiz. Und nicht irgendwo in die Schweiz, sondern in die Ostschweiz, zur Cellere AG. Das ist ein Bauunternehmen mit 700 Mitarbeitern, ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Und wir haben es geschafft, dort jedem Mitarbeiter durchschnittlich 10 Minuten pro Tag einzusparen. Und wenn wir jetzt in der Schule wären, würde ich sagen, okay, setzt euch mal hin mit dem Taschenrechner, rechnet euch das durch. Das ist eine unglaubliche Menge an Geld, das da zum Schluss bei rumkommt. Und ihr fragt euch bestimmt, wo liegt eigentlich dieses Einsparungspotenzial? Wo kann ich das eigentlich realisieren? Um das ein bisschen darzustellen und auch den Tag noch ein bisschen amüsanter zu gestalten, habe ich ein kleines Roleplay vorbereitet. Da suche ich mir jetzt irgendwelche Partizipanten. Ihr zwei nehmt teil. Ich hoffe, das funktioniert. Man hört mich noch sehr gut. So, also du bist jetzt Polier geworden. Herzlichen Glückwunsch. Was ist dein Name? Christian. Christian. Und du bist jetzt Bauführer geworden? Isabel. Sehr gut. Also, genau, wir schauen uns den Prozess mal an. Wie funktioniert es aktuell? Der Planungsprozess ist abgeschlossen. Wir haben eine Baustelle. Wir wissen, welche Mengen wollen wir eigentlich verwenden. Die Lieferanten sind ausgewählt. Das heißt, wir haben Ausschreibungen per Mail hingeschickt. Die Zulieferer haben Offerten gemacht. Und dann beginnt eben der Abrufprozess. Das heißt, ich schaue in meinem 2D-Plan nach, ich schaue, was will ich eigentlich abrufen in den nächsten Tagen. Und das richtige Problem beginnt dann mit den Lieferungen. Ich habe hier mal ein paar Lieferscheine mitgebracht. Ein paar kommen per Mail, ein paar kommen dann irgendwie noch aus dem Kundenportal. Die besten kommen natürlich physisch und sind schon 5-mal runtergefallen und zerknittert. Und du als Polier musst jetzt die alle signieren, musst alles kontrollieren und am besten noch irgendwie zusammenheften und nicht verlieren. Genau, da fällt schon was runter. Ich sehe schon, das ist perfekt. Das ist deine Aufgabe. Im nächsten Prozess haben wir dann die ganzen Lieferscheine, die geben wir an den Bauführer weiter und der darf jetzt die Mengenkontrolle machen. Das heißt, er matcht jede Menge auf dem Lieferschein mit jeder Position auf der Rechnung und überprüft, stimmt es überhaupt alles? Haben wir eigentlich alles bekommen, was wir bestellt haben? Jetzt fehlt mir eine dritte Person. Ja, das ist jetzt die Kaffeetasse. Da haben wir dann noch die Preisprüfung, wo wir dann eben genau den Rahmenvertrag wieder mit den Rechnungen abgleichen, um auch die Preise festzustellen, die Rechnung freizugeben. Also ihr merkt schon, das ist ein super kniffliger Prozess, da geht viel schief. Also oftmals gehen Sachen verloren, Rückfragen müssen gestellt werden und genau an dem Punkt knüpfen wir an und probieren den gesamten Einkaufsprozess zu digitalisieren. Aktuell fokussieren wir uns dabei vor allem eben auf vom Abruf bis zur Rechnungsfreigabe, das ist der Prozess, den wir aktuell abdecken und probieren eben alle Prozesse zu digitalisieren. Wie das Ganze dann aussieht, genau, habe ich hier mal im kurzen Video mitgebracht. Hier kann man eben seine Rahmenverträge hinterlegen, alle Lieferanten hinterlegen. Man kann genau sagen, genau, welcher Zulieferer ist es? Jetzt sind wir beim Abrufen gerade, digitales Abrufen. Ich kann aus den Rahmenverträgen die hinterlegten Produkte abrufen, ganz simpel, wie bei Google, also wirklich kennt man aus dem Alltag, kann noch Spezifikationen angeben, kann das Ganze abschicken. Das wird direkt in die Disposition des Zulieferers übertragen oder per Mail, wenn er das nicht hat. Also jeder Zulieferer kann integriert werden. Ich bekomme einen digitalen Lieferschein auf die Baustelle, kann dort Spezifikationen machen, kann als Polier Dinge anpassen, wenn Dinge nicht richtig angekommen sind und kann das Ganze freigeben, sodass dann eben der Bauführer im nächsten Schritt den freigegebenen Lieferschein tatsächlich zu der Rechnung zuordnen kann, um dann die Rechnung eben freizugeben, damit diese ganze bezahlt werden kann. Genau, hier sieht man gerade die Mengenprüfung und dann eben zum Schluss die Preisprüfung und die zugeordneten Lieferscheine. Was wir garantieren oder warum wir so relevant sind, sind zwei Dinge. Was ist entscheidend? Wir glauben, dass wir jeden Zulieferer integrieren können und das ist unabhängig vom Digitalisierungsgrad des Zulieferers. Egal, ob es eine EDI-Schnittstelle gibt, was so der Idealfall ist, oder nur der handgeschriebene Lieferschein, der wirklich vom kleinsten Zulieferer und aus der Umgebung kommt, können wir jeden Lieferschein digitalisieren, bringen den in ein Format auf eine API und können den eben an zwei Unternehmen übertragen. Und das Zweite ist, dass wir jedes System bei euch integrieren können. Das heißt, auch wenn ihr die Prozesse schon selber in ein System dargestellt habt und schon eigene Produkte habt, die das darstellen, können wir nur das Ganze per API bedienen und ihr entscheidet, wollt ihr unser Frontend haben, was ich gerade gezeigt habe, oder wollt ihr es in euren eigenen Prozessen darstellen, in euren eigenen Tools machen, also die komplette Konnektivität. Genau, so, das war es auch schon von meiner Seite. Ich weiß gar nicht, welchen Stand wir haben, ich weiß nur ganz hinten rechts. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Wir haben auch Bierdeckel und es gibt inzwischen auch Bier, habe ich gehört. Von daher, ich freue mich, euch mit euch auszutauschen. Vielen Dank.